Ich befinde mich nun am Stand der Firma Flyer auf der CMT 23. Warte mal. Und ja, ich gucke ja so ein bisschen nach Fahrrädern, die ein bisschen kompakter sind, die sich besonders gut eignen fürs Wohnmobil oder Wohnwagen oder Campervan, die man gut transportieren kann. Und da bin ich auch hier stehen geblieben und bin jetzt hier beim Axel, der uns dieses grüne Fahrrad mal vorstellen wird. Hallo Axel. Hallo, grüß dich. Ihr habt hier ein Fahrrad stehen, das sieht schon mal ganz schick aus. Ist es sehr kompakt. Kannst du uns ein bisschen da was davon erzählen? Ja, das ist eine dieser weit verbreiteten 20 Zoll Räder, die einen schon traditionell beständigen Markt haben. Diese Fahrzeuge werden viel von Pendlern, von Wohnmobilisten eingesetzt, bieten sich immer da an, wo wenig Platz ist, zum Beispiel beim Transport im Auto. Man kann solch ein Fahrzeug auch in einem normalen Kombi transportieren, bedarf nicht mal eines Fahrradträgers. Und wir machen das schon sehr lange. Wir haben mit diesem Modell angefangen schon im Jahr 2010. Da haben wir das erste 20 Zoll gebaut und es hat sich seitdem in unser Portfolio gehalten. Wir haben heutzutage eine sehr ausgereifte Version mit Bosch-Antrieb. Man kriegt das Fahrzeug mit Riemenantrieb oder mit Kette, jeweils mit Nabenschaltung kombiniert. Und man bekommt auch eine Rücktrittvariante. So, und ich kann den Lenker umklappen. Also da kann ich von der Höhe auch nochmal das Ganze reduzieren. Es ist aber kein Faltrad. Das heißt, es hat ein bisschen mehr Stabilität wahrscheinlich auch als ein Faltrad. Und das ist richtig. Ist auch, ja, also ich persönlich finde es auch schicker als ein Faltrad. Stabiler als ein Faltrad. Und der Lenker ist stufenlos verstellbar. Wir können das mal demonstrieren. Ja, gerne. Klappbar. Aber Sie haben ja einen Speedlifter. Das heißt, der kann von der tiefsten Position bis in die höchste. Achso, es lässt sich nicht falten, sondern man kann es einfahren von der Höhe komplett. Und man kann es für den Transport bei einer Entriegelung einklappen. Das heißt, sowohl auf dem Fahrzeug ist es leichter zu transportieren, auch zum Beispiel, wenn es in einer engen Garage untergebracht werden muss, stört es weniger, als wenn der Lenker quer zur Fahrtrichtung steht. Ja, stimmt. Ich spare mir dadurch einiges an Breite in der Heckgarage. Ja. Und der Vorteil von diesen 20 Zoll, die haben auch sehr lange alle gefederte, parallelogramm gefederte Sattelstützen, die sie sehr weit ausziehen können. Ein solches Fahrzeug kann wirklich von Personen von etwa 1,55 Meter bis 1,85 Meter gut gefahren werden. Das geht mit normalen 26 und 28 Zoll. Ja, super. Dass man ein solches Spektrum an Größen abbilden kann. Das ist eine wichtige Info, ja. Weißt du auswendig, was das Bike wiegt? Ja, das wiegt inklusive liegt das etwa bei 25 Kilo. Alles klar, okay. Ich muss zugeben, ich habe dich eben etwas schlecht verstanden, weil die Halle ist sehr laut gerade. Ja. Hast du eben was gesagt über den Preis schon? Nein. Ich glaube noch nicht, ne? Hey, wir haben eben, wie gesagt, zwei Varianten. Die Einstiegsvariante mit einer 5-Gang-Nabenschaltung und Kette liegt als Freilauf- oder Rücktrittvariante bei 4.699. Und dann gibt es noch eine Variante mit Riemenantrieb und einem etwas stärkeren, dem Bosch Performance-Line-Motor. Die liegt dann bei 5.199. Okay, super. Dann danke ich dir für die kurze Vorstellung. Ja, sehr Die Messe hat gerade gestartet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, viel Spaß. Und ja, eine gute Zeit einfach. Danke, ciao.